Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines hier auf dem Kanal. Ich grüße euch, schön, dass ihr einen Weg hergefunden habt. Ist mir ein Vergnügen. So, also meine Lieben, es wird wieder ein bisschen heiß hier heute in dieser Sonderfolge. Nein, es ist keine Sonderfolge, es ist eine reguläre Folge, aber ich bin ein bisschen spät dran mit dem, was ich denn da eigentlich vorhabe. Ja, denn ich habe etwas Größeres vor. Ich würde gerne hier an die Wasser, an die Küste sozusagen, würde ich gerne einen Fährhafen bauen. Einen Hafen für Kreuzfahrtschiffe. Ja, doch, einen Hafen für Kreuzfahrtschiffe, tatsächlich. Und zwar würde ich hier gerne ein paar mehr Häfen herbauen. Genau. So, drei Häfen für Kreuzfahrtschiffe, meine Lieben. Das ist der Deal. Und die werden jetzt angeschlossen mit grüner Bestreifung. Ja, und werden angeschlossen an dieses Gerät hier. Schaut jetzt ein bisschen zwickelig aus, ne? Aber das macht ja nichts. Dann kommt hier jetzt auf jeden Fall nochmal, die Straße wird vergrößert. Könnte man aber auch eigentlich ganz verschönern. Mit Palmarinos. Ja, das sind keine Palmen, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Gut. So, aber das Ding nämlich hier. So ein Hafengebiet braucht ja auch ein paar schöne Bäumchen dran. Gut. Dann braucht es hier auf jeden Fall Wasser. Ja, ich meine, ihr Lieben, ich bin heute ein bisschen spät dran. Das liegt auch unter anderem daran, dass ich die Folge heiß reinbringe, quasi. Ja. Denn ich habe ein bisschen... Ja, nicht verpennt. Das wäre jetzt zu hart, ja. Ich habe jetzt so, wie soll ich sagen, ein bisschen... Bin einfach spät dran. Was will ich sagen? Ich bin einfach heute spät dran. Und insofern seht es mir doch bitte nach. Aber das ist heute halt einfach eine etwas heiße Folge quasi. Ja? So, wir erzeugen hier ein bisschen Strömchen. Und zwar mit so, mit der Wasserkraft sozusagen. Gezeitenturbinen, die hier arbeiten. Die hier diesen Teil zumindest mit Strom versorgen. Und dann sollten sich hier demnächst größere Kreuzfahrtschifflines aufmachen. Aber ist das jetzt hier verbunden? Das ist verbunden, aber es reicht nicht. Ach was. Jetzt soll es aber doch reichen. Machen wir hier noch so Geothermalkraftwerke an der Küste. Die verbinden außerdem dieses ganze Eck hier. Sollte jetzt dann auch kein Thema mehr sein. Das hängt ja doch irgendwie hier dran, ne? Oder? So vielleicht. Oder warum reicht's bei euch nicht mit Saft? Hm? Jetzt, okay. Da geht die Energie an. So, dann kommen nämlich hier Leute her. Jetzt pass auf, jetzt bauen wir hier unten nochmal Taxistände rein, weil dafür haben wir jetzt auch Platz durchaus. Damit die Leute hier auch tatsächlich wegkommen. Dafür haben wir jetzt ein bisschen wenig Taxen in der City. Weil die sollen ja hier tatsächlich auch mögliche Stände finden, wo sie dann auch tatsächlich auch einsteigen können. Das heißt, es ist hier soll ja wirklich ein Durchgangsposten sozusagen sein. Dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Taxiunternehmungen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo ich so viele Taxiunternehmungen auch hinbekomme. Ja, die müssen ja auch relativ zügig dann hier rauskommen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir die hier außen anbauen sollen. Hier so. Oh, hier mal eine hin. Hier nochmal eins hin. Das finden natürlich nicht alle toll, ist mir schon klar. So, vielleicht. Ich weiß, ihr mögt das gar nicht, wenn ihr so viele Taxis hier habt.
Hier sind ja schon sau viele unterwegs. Wir haben alle fast maximalen Einsatz. Gut, dass hier natürlich jetzt sehr viele stehen. Da muss ich sagen, wäre fast ein Kreisverkehr hier an der Ecke gut. So, und hier müssen wir aber nochmal ganz kurz drehen. Hier will ich keine Kreuzung haben. Und eigentlich könnte man Folgendes machen. Wir könnten hier sagen, hier ist Stopp. Und hier ist Stopp. Dann sollte sich das eigentlich recht unkompliziert ausgehen bei uns. Hier kommt auch alle heilige Zeit nochmal ein Taxi raus. Da reicht ein Stoppschild, dass die hier in die große Stadt reinfahren können. Und die müssten halt einfach mal kurz abbremsen, gucken, ob frei. Und dann sollte sich das auch ausgehen hier. Na, schau mal. Das schaut gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Und die arrangieren sich ja auch. Hier ist ja nicht so viel. Ne? So, gucken wir schnell hier vorne. Ein ganz kleines Schifflein. Oh, hier ist die Hölle los. Okay. Wir sollten hier zumindest einen Bus durchjagen, der hier die Leute aufsammelt. Und dann fährt dieser Bus, der kriegt jetzt gleich mal ein paar Aufgaben. Und fährt auch bei dieser U-Bahn hier zum Beispiel vorbei. Bei der U-Bahn, bei der kommt er auch raus. Und dürfte dann hier wieder zurückfahren. Hier dürfen wir nochmal kurz halten. Und fährt dann hier rein. So, das ist jetzt die Buslinie. Der macht hier einen Knick im Depot. Hier nochmal ganz kurz. Hier dürfen wir nochmal halten. Hier oben hält er ja eh schon. Das passt dann auch. So, das ist dieser Bus, der hier jetzt lang dümpelt. So viel ist hier auch nicht los. Der soll Tag und Nacht fahren. Das ist in Ordnung. Kann er auch. Damit kann ich leben. So, weil hier kommen nämlich permanent kleine Schifflein, auch Fähren zum Beispiel. Schaut ihr das an. Bisschen viel los gerade. Aber auch schön. So auch mit dem Morgennebel hier über der City noch. Gefällt mir optisch sehr gut. Haben wir hier schon erste Taxi-Unternehmungen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, hier wollen viele auch, die haben das noch nicht begriffen mit dem Bus hier. Hier müsste er sein, ja. Große Kreuzfahrtschiffe, die hier in See stechen. Und da ist richtig Taxiunternehmungen sehe ich hier jetzt auch nicht. Hier stehen halt unfassbar viele. Aber gut. Wie schaut es denn einnahmentechnisch aus? Gut geht. Wir nehmen momentan 10.000 mit. Wir machen Profit mit den Taxiunternehmen. Okay. Am meisten geben wir für den Zug aus. Gut, damit kann ich leben. Okay, also mit dem Nahverkehr verdienen wir tatsächlich ein bisschen. Wir geben immer noch unfassbar viel aus, aber es wird hier tatsächlich auch mit den vielen Taxi-Bereichen hier wird es tatsächlich auch ein Ticken besser. Und die sind ja auch viele Taxi tatsächlich unterwegs. Okay. Hab ich jetzt so nicht gedacht. Apropos, da habe ich glaube ich schon ewig nie mehr reingeguckt. Wie schaut denn das eigentlich mit der Instandhaltung der Straßen aus? Holla die Wahrheit. Okay. Den müssen wir jetzt Folgendes machen. Wir werden hier mal auch ein bisschen in die Abdeckung investieren. Da habe ich jetzt wirklich lange, lange Zeit nicht mehr hingeguckt. Und das war vielleicht dann doch tatsächlich ein Fehler. Aber das werden wir jetzt lösen, indem wir hier wirklich auch gezielt auch auf die Straßeninstandsetzung gucken.
dass das hier teilweise wirklich ein bisschen schöner wird. So. Dann haben wir hier unten natürlich noch ein bisschen Abdeckungsprobleme, aber gut, da kannst du halt auch nichts machen. Das muss halt auch... muss auch ein bisschen reinpassen. Aber einfach nur, dass der Gesamtzustand hier sich ein Ticken verbessert. Also es reicht ja wirklich, wenn es müh besser wird. Da wird auch teilweise tatsächlich jetzt flächendeckend. Ja, wir sehen das. Das wird sich flächendeckend jetzt auch ändern. Ich meine, wenn mehr Fahrzeuge unterwegs sind, dann haben wir da vielleicht auch ein bisschen eine Chance, hier auf die 70 wieder ranzukommen. 70% Durchflussrate. Hier ist natürlich die Hölle los, ne? Ich bin gerade hier am Überlegen. Und zwar eine Sache. Genau. Eine Sache. Dauert jetzt natürlich ein Schlückchen. Wir müssen halt jetzt wieder quasi hier rum reinfahren. Es tut mir aber ehrlich gesagt gar nicht mal so weh. Dass das jetzt so ist, wie es ist, das ist natürlich eine andere Geschichte. Das hier hat das Problem, dass das nicht rechtzeitig hier alles wegkommt. Und die haben halt noch den alten Routenbefehl quasi drin. Mal gucken, wie lange das dauert, bis die sich arrangiert haben. Ich vermute mal sehr, sehr lange. Ja, hier klappt es, ja. Die fahren dann auch gleich in die zweite Spur drauf. Das ist okay. Und könnten quasi dann auch tatsächlich größtenteils hier durchrumpeln. Und jetzt kommt so langsam der... Ah, jetzt hat es wieder. Sobald da einer die Spur wechseln will, ist es schwierig. Oh, hier ist auch schwierig. Wow, ja. Bisschen arg sogar. Ah, das kriegen wir schon noch. Mal gucken, wie lange das hier so bleibt. Ich bin da gespannt, weil das wäre natürlich so eine Sache, die wir noch durchaus ein bisschen hübscher machen könnten. Hier geht's gemütlich vonstatten. Hier eigentlich auch. Wie viele... Wo, ist hier eigentlich was los? Aber kommen hier ab und zu Leute an? Ja, hier gehen gemütlich Leute raus. Und gehen tatsächlich über die Seilbahn hier auch in den Park rein. Hier haben wir ein bisschen Probleme. Kranke Bürger. Das geht natürlich gar nicht. Lautstärkenproblem. Okay. Dann werden wir das umbauen. Und werden Folgendes machen. Wir werden hier diesen Teilbereich nehmen. Und werden den umbauen, umgestalten. Weil hier ist zu laut. Das mögen unsere Bürger nicht. Je mehr wir hier natürlich umwursteln, desto mehr kommen wir dann auch hier ein bisschen ran. Wir wollen ja keine kranken Burgers hier haben. Ist auch zu laut. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Gesundheitswesen greift. Ja gut, das ist eine andere Geschichte, glaube ich. Könnte man mal hier sowas wie eine Sauna hermachen. Wo
Oder eine kleine Turnhalle. Öffentlicher Swimmingpool. Einen kleinen Yoga-Garten gibt es jetzt auch noch zur Entspannung. Ja. Damit es denen hier auch gut geht. Gut. Schön, machst du Yoga, schauen die glotzen ja alle von oben aus der Gondola runter. Ja. Regnet schon wieder wie aus Eimern. Hier unten geht es mittlerweile auch richtig zur Sache. Da wollte ich mal ganz kurz gucken, wie da der öffentliche Nahverkehr aufgebaut ist. Ich erhöhe mal die Fahrzeugzahl. Ich glaube, das ist kein Schaden für uns. Und hier ist auch so viel Kranken. Sterblichkeitsrate ist so hoch. Wir machen auch gerade einen enormen Minen. Oh, oh, Geld, Geld, Geld. Wo bist du hin? Habe ich so viele teure Sachen gebaut? Waren die, was waren so teuer? Ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Komisch. Okay. Back to the 70%. 99, ja, ist okay. Hier hinten haben wir auch ein bisschen mehr Action. Ah ja. Da war ja was. Eine Vorfahrtsstraße. Und dann zerlege ich mal die ganzen Kreuzungen hier. Eine Vorfahrtsstraße und die geht bis hier vor. Und hier machen wir eine Ampelschaltung drauf. Genau. Könnte man eigentlich... Na, eine Ampel hier wäre blöd. Schaut's hier aus. Hier ist auch eine Ampel. Kann die hier weg. Kann die hier weg. Dann machen wir hier ein Stoppschild. Hier ein Stoppschild. Und hier machen wir auch weg. Da kommt auch nochmal ein Stoppschild hin. Dafür machen wir hier eine Ampel drauf. Genau. Und hier passt das soweit. Okay. Kurzer Blick ab. Gucken wir mal, ob es wird. Ich meine, das ist natürlich jetzt am Anfang immer so eine Sache, ne? Wir könnten natürlich uns hier überlegen, ob wir hier einfach schlicht eine etwas größere Straße draufnehmen. Wobei die ja eh dann auch nicht so wirklich benutzt wird. Das ist ja eigentlich schon eine passable Straßengröße hier auch. Ist halt einfach nur wahnsinnig viel hier auch tatsächlich los, ne? Also da müssen wir halt auch mal gucken. Ob wir vielleicht hier oben nochmal einen kleinen Bock... Ja, wobei, die können auch echt da hochfahren, ne? Das ist jetzt auch nicht schlimm. Oder aber wir machen Folgendes. Gehen hier raus... Gehen einmal hier quasi unten drunter und bauen hier nochmal einen Hub her. Das wäre so eine Idee, die könnte ich mir jetzt tatsächlich noch überlegen. Dass man hier so ein Gütertransportzentrum hinbaut. ...60.000, ja, jetzt kommt langsam auch wieder ein bisschen Geld rein. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann nehmen wir das Ding. Und dann gehe ich jetzt hier folgendermaßen vor. Und zwar sage, pass auf, du fährst jetzt hier so rum. Boah, das ist natürlich mit den Häusern auch ganz schön bitter. Dann machen wir es andersrum. Kann ich hier durch? Ja, tatsächlich. So. Ach, hier ist ja unser Space Center. So, kommen wir hier drauf. Jetzt brauche ich das Road Anarchy Tool, weil das schaut sonst total dämlich aus. Move it meine ich natürlich. Kann ich das hier irgendwo anpacken? So ungefähr. Dass es halt auf einer Höhe liegt.
Dann könnte man das hier hinten ein bisschen runterziehen. Und ein bisschen raus. So, so vielleicht. Und dann ziehen wir das hier noch nach. Gehen mit dem hier runter. Mal ganz kurz gucken. Schaut gar nicht mal so schlecht aus, ne? Genau. Das Ziel ist jetzt das, dass die hier quasi auch anliefern können. Dass die nicht nur hier raus müssen, sondern dass die nicht nur den Ausgang hier müssen, sondern dass die hier zwei mögliche Anschlusspunkte finden. Mal gucken, ob die das nutzen. Ich weiß es ja nicht. Ist natürlich dämlich, weil hier ein Bus ist. Na, den müssten wir jetzt auch noch schieben. Den schieben wir jetzt mal hier vor irgendwo, damit der nicht so im Weg ist. Weil hier vorne macht der überhaupt keinen Sinn, wenn der da steht. Weil dann, das staut sich ja dann sowieso. Da müsste man auch mal ganz kurz noch das hier ändern. Das geht auch weg. Dann läuft das nämlich ein Ticken geschmeidiger alles. Und dann heißt es eigentlich nur noch abwarten und Tee trinken, ob das hier funktionieren kann. Ich denke ja schon, ich wäre freudigster Erwartung, wenn das klappt. Aber gucken wir einfach mal, ne? Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch was. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.